Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf der Ehrengrad. Plan ab. Wir sind auf dem Weg zu Feld 3. Ich bin noch am Überlegen, Feld Helfer J. Helfer J? Warum Helfer J? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, warum Helfer J. Zumindest gerade nicht. Warum der blockiert werden sollte. Wir sind auf jeden Fall dran hier an der Erntemission auf Feld 3. Da können wir auch dann das Stroh einsammeln später und dann von mir aus eine Scheune verkaufen. Soweit ist der Weg nicht. Beziehungsweise von mir aus auch zum Hof fahren. So, da sind wir jetzt an Feld 3. Ah. Okay, verstehe. Komm, dann machen wir das eben selber zu Ende. Ist ja nicht mehr viel, ne? Feld 23 ist das. Düngen 5000 Euro. Sie ist bei 95%. Das ist relativ schnell erledigt. Und, ja, dann haben wir wieder 4000 Euro drin. 4000 Euro haben wir wieder drin. Abgeschlossen. Perfekt. Ja. Na, zuklappen. Danke. So, Erntemission ist aktiv. Die da können wir verkaufen fahren. Das machen wir jetzt. Supermarkt. Haben wir damit zum Supermarkt. Da. Supermarkt ist in der City. Ist kein Problem. Da fahren wir jetzt mal hin. Dann können wir den Hafer verkaufen. Kriegen nochmal aus dem Drescher etwas Hafer. Also müssen wir zweimal fahren. Auch das ist kein Problem. Klar, kostet ein bisschen Zeit. Hier die Kurverei, aber das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Gut. Wie gesagt, ich warte auf Feld 22, dass da irgendwas reinkommt an Missionen. Das ist so eine Sache, ne? Das ist so eine Sache. Wenn da keine Mission reinkommt, können wir nichts machen. Ist leider so. Nein, nichts drin. Nichts drin, Leute. Wir haben fast alle Missionen jetzt erledigt mittlerweile. Wahnsinn. So, zack. 18%, okay, das dauert noch ein bisschen. Lohndienstleistung abgeschlossen auf Feld 13, perfekt. 1800 Liter haben wir noch an Hafer über. Beziehungsweise im Drescher ist noch was an Hafer. Das holen wir noch ab und fahren es ins Hofsilo. Hoppala.
Einmal den Blumenkasten hochfahren. Einmal den Blumenkasten hochfahren. So. Ja, Feld 22 warten wir gerade auf eine Mission, dass da was rankommt. Was kriegen wir hin? Das kriegen wir hin. Hier sind, glaube ich, Zuckerrüben auf Feld 20. Ach, auf Feld 20 sind Zuckerrüben, glaube ich. Haben wir auch keine Möglichkeit zu, ne? Schauen wir mal. Aber sobald wir das eigene Feld haben, alter Schwede, dann geht's rund, Leute. Dann geht's richtig rund. Gesagt? Noch ein bisschen gechillt, sag ich mal, weil ich auf Feld 20 warte, dass wir da noch eine Seemission kriegen, eine vernünftige, wie gesagt, ne? Und ansonsten geht es dann richtig, richtig rund. Feld 13 werden wir wahrscheinlich auch eine Mission machen können, Richtung Grubern. Die werden wir natürlich auch machen, ganz klar. Vielleicht Feld 12 eine Seemission, Feld 22 eine Seemission, Feld 18 eine Seemission, da kriegen wir auf jeden Fall einiges noch zustande. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, das geht da rein. Perfekt. Jetzt können wir in den Motor starten. Das zum Hof fahren eben. Das eben zum Hof fahren. Perfekt. Das sind 7800 Liter an Hafer, was wir noch nutzen können. Definitiv. So, wie gesagt, einmal zurück zum Hof. Das ins Hochsiedel kippen, dann Feld 13 abschließen, dann kriegen wir noch ein paar Euro rein. Und wie ihr seht hier, ne, 0 Euro Kredit. Wir nehmen aber relativ viel Geld ein durch die Mission. Das ist schon mal fantastisch. Da kommt schon fast schneller. Und dann geht es hier weiter mit dem Ballen. Anschließend. Dass wir da auf jeden Fall hier das Zeug endlich mal wegkriegen. Auf den beiden Grasfeldern. Wir können die ja fast schon wieder mähen. Wir können die beiden Grasfelder da schon fast wieder mähen. Heftig. Aber gut. Ah, okay, der Ladewagen steht noch da. Der Ladewagen steht noch da. Okay, kein Problem. Setzen wir mal ihn weg. Abkippen und Mission abschließen. Da haben wir die Mission schon mal aus den Füßen raus. So. Feld 13 können wir damit abschließen. Sehr gut. So, Feld 6. Feld 11 ist dran. Feld 3 ist die Ernte. Da müssen wir mal abtanken. Das kriegen wir aber auch hin.
Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder zu viel getrunken. Egal, kriegen wir auch hin. Oh, Mann. Immer dann, wenn ich keine Zeit habe. Immer dann, wenn ich gerade keine Zeit habe. Das Auto steht natürlich auch ziemlich bescheiden da. Schafft der Drescher das? Ich glaube nein. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Doch, scheint zu schaffen, oder? Ja, der schafft das, okay. Der macht das vernünftig. Ja, so einigermaßen. Gut. Dann bleiben wir mal in dem drin und werden mal da zuschauen. Ich bin mal ganz kurz weg, ich bin eilig. So, da bin ich hier. Feld 11 ist fertig. Dann machen wir jetzt noch Feld 6 und Feld 17. Feld 6 und Feld 17. Wo ist Feld 17? 17 ist da, Feld 6 ist da. Machen wir erst Feld 17, dann Feld 6. Ne? Einklappen. Machen wir die Mission auch durch. Dann hat sich das nämlich auch erledigt. Eine Mission nach der anderen. 141.000 haben wir wieder. Nice. Wie gesagt, ich warte auf Mission auf Feld 22. Warte ich gerade wirklich drauf. Aber wenn da nichts kommt, dann, ne? Ist das ein Problem? So. Gut. Folgendes. Wir gehen hin. Garage. Und verkaufen die Ballenpresse. Und das bringt auch nochmal ein bisschen Kohle. Die Ballenpresse verkaufen wir. Okay. Dann gehen wir hin und mieten uns die Ballenpresse hier. Und zwar die vom Alpine Pack. Die mieten wir uns. Wickelausführung Standard mit Ballendreher. Okay. Kostet natürlich pro Arbeitstag relativ viel Geld. Das ist das Problem. Wir können uns überlegen,
Das ist direkt mit Ballendreher. Mit Wickelmaschine, Ballenpresse, Wickelmaschine, Ballendreher, ne? Ich würde mir überlegen, ob wir das in Einzelschritten machen. Was natürlich wieder Zeitverschwendung wäre. Oder ob wir das Geld lieber in die Hand nehmen und dann mit der Miete erstmal arbeiten. Ich würde sagen, wir arbeiten mit der Miete. Nein. Warte, wir. Wir mieten für das Geld. Passt auf. Benutzt, gebraucht. Benutzt, gebraucht. 4610, ne? Pro Arbeitstag sind es nur 900. Und pro Arbeitsstunde 1800. Mieten. Okay. Okay. Das mieten wir so. Dann können wir einmal mit dem hier zum Händler fahren und das Ding holen. Einmal zum Händler und das Ding holen. Sprich die Ballenpresse. Dann haben wir die auch schon mal da. Hoppala. Ja, der Zug, der steht bescheiden. Der steht ziemlich bescheiden. Danke. Besser. Besser auf jeden Fall. So. Da steht die Ballenpresse. Garage, gemietete Fahrzeuge, die werden wir natürlich reparieren. Kostet uns 1000 Euro, ist in Ordnung, aber damit können wir auf jeden Fall relativ gut arbeiten. Ich meine, Miete ist nicht gerade unbedingt teuer, aber wir sollten das auf jeden Fall nicht zu oft machen. Definitiv nicht zu oft. Aber ich will, wie gesagt, noch investieren und von daher müssen wir hier auf jeden Fall ein bisschen sanft daran gehen, was das angeht, ne? So. Perfekt. So, erste Ballen fertig. Den gucken und warten, bis das fertig ist. So, jetzt können wir wieder weiterfahren.
Damit sparen wir natürlich relativ viel Zeit, kriegen die Ballen hier eigentlich relativ gut gelegt, also selbst beim Fahren funktioniert das relativ gut. Mit dem Abladen, das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt, Leute. So kriegen wir jetzt ein paar Silageballen rum. Die wir auf jeden Fall gut nutzen können. Und vor allem der Vorteil ist, diese Silage ist direkt schon fertig. Das braucht nicht erstmal gären oder sonst was. Das ist schon direkt fertig. Heißt, wir haben schon definitiv 4 Silageballen. 4 oder 5. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, Leute. So. Perfekt. Sehr gut, Leute. Das lohnt sich doch. Helfer, die hatten fast vollen Korntank. In Ordnung. Dann werden wir den jetzt gleich eben abtanken. Also, da ist er. Sehr gut. Das wird auch fast fertig. Der Stroh kann man noch dann einsammeln und verkaufen oder einlagern. Eins von beidem. Dann gucken wir mal, ob wir noch weitere Missionen bekommen können. Ja, hier. Feld 7 Ernte Sojabohnen, perfekt. Feld 11 Sämission, okay. Feld 5 Spritzen, ist auch in Ordnung. Okay, viel gibt es aber nicht mehr. Viel gibt es hier nicht mehr. Na komm. Machen weiter, Drescher. Gut, ein paar Missionen haben wir noch. Wir wollen jetzt aber auch noch investieren. Heute. Definitiv ohne irgendwelche anderen Sachen, ne? Und zwar hier in den Hühnerstall. Wir wollen investieren in den Hühnerstall. Und zwar hier. Hier habe ich mir das gedacht, dass wir hier den Hühnerstall platzieren. Wisst ihr ja schon. Da hatte ich ja schon mehrmals versucht. Na? Damit können wir hier eigentlich den Platz
relativ gut nutzen. So, jetzt haben wir am Hof hier einen Hühnerstall. Okay. Egal, ich sag nichts. Wir haben am Hof einen Hühnerstall, einen zweiten Hühnerstall, einen großen. Hallo, besuchen. Danke. Seht ihr? Das ist perfekt. Ein riesen Hühnerstall. Für 500 Hühner, Leute. Für 500 Hühner. Hier können wir Hühner kaufen wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Hier ist das Futter und hier kommen dann die Eier raus. Perfekt. Wollen wir nutzen, indem wir Folgendes machen. Ist natürlich blöd, dass der Hühnerstall ein bisschen höher ist. Ist aber nicht schlimm. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Da sehe ich kein Problem dran. Da sehe ich kein Problem dran, auf keinen Fall. So, passt auf. Folgendes. Der ist dran. Okay, der ist fast fertig. Sehr schön. Hier können wir Feld 17 vielleicht auch noch heute abschließen. Feld 17. 95%, okay. Sollte vielleicht gleich soweit fertig sein. Machen wir eben den Rest selber. Senken, danke. Feld 17 ist abgeschlossen, sehr schön. Dann kriegen wir auch da nochmal Geld rein. Abschließen. Spritzen, ernten. Feld 6 grubbern können wir noch. Das bringt auch nochmal 620 Euro. Ist nicht viel, ich weiß. Aber ein bisschen was. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge hin und werden ein paar Hühner holen. Wie das, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Und sage dann einmal bis dahin. Servus und tschüss.